Was geht, Leute? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, ja. 5 Döner bitte. Albani Duo ist wieder am Start. Albani Duo, let's go. Heute mal wieder ein neues Video von Dennison. Endlich Jawohl. Mal wieder lebt der Junge. Der hat in den letzten Mal nur Reactions gemacht. So Reaction voller Schrott-Content. Nee, aber heute mal ein neues Video von Dennison wieder. Ich hole mein neues Auto ab. 585 PS. Es schreit nach einem C63 oder so. Würde ich jetzt mal tippen. Aber wie Gesim gerne sagt, schnacken wir mal nicht lange rum und schauen direkt rein. Whoop. Da ist er. Jetzt wahrscheinlich schon im Titel gelesen, mein neues Auto. Mit deiner Nase los. Wenn man es so vergleicht, gefühlt ganz YouTube Deutschland kauft sich irgendwie aktuell ein neues Auto. Jetzt stellen sich wahrscheinlich auch die meisten die Frage, okay, 2 Wochen kam kein Video auf dem Kanal, woran lag das? Ja. Es lag teilweise so ein bisschen mit dem Auto zusammen, weil dieses Auto, ob man es mir glaubt oder nicht, war mit so viel Stress verbunden. Ne? Da war so viel Stress hinter. Ich habe das ja über Mercedes geholt oder beziehungsweise über einen Unteranbieter von Mercedes. Da gab es so viele Probleme, weil das Auto, was ich mir jetzt zugelegt habe, das wird ja nicht mehr produziert. Deswegen gab es mit diesem bürokratischen Ding übertrieben viele Probleme. Nicht das hat mich sehr gestresst. Deswegen habe ich gesagt. Also ich weiß, die G-Klasse hat ja Probleme mit Produktion gehabt, aber die wird ja noch produziert. Aber warum sollte es ein Problem geben, wenn man hier sich ein Auto holt, was nicht mehr produziert wird? Hä? Vielleicht kam es, guck mal, ich kann ja so ein bisschen intern sprechen. Manchmal kommen Bestellungen rein, dann passiert etwas, dann rückt deine irgendwie hinterher und dann machen die so Faxen, weil du dann so ziemlich hinten dran hängst. Mm. Und die haben halt andere Pläne und dann kommen auch denen wirtschaftlich ein paar Sachen entgegen. Irgendwelche Möglichkeiten, die sich dann auch mal erschweren und sonst wie. Also, aber ich frage mich, welches Benz-Modell wird nicht mehr produziert? Ich glaube, der hat sich falsch geäußert. Das sehen wir jetzt mal gucken. Am Ende hat er sich irgendwie A-Klasse geholt. Wie gesagt, ich hack das erstmal ab, um dann halt weiterzumachen. Wir haben bei dem Auto knapp 585 PS. Also ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich das auch gleich im Test machen wird, wenn ich das Auto das erste Mal fahre. Ich muss zur Verteidigung sagen, ich bin das Auto nicht Probe gefahren. Ich habe mich einfach dafür entschieden. Wir haben knapp 1,5 Stunden Fahrt. Das Auto holen wir nicht von hier ab. Und wenn wir gleich da sind, bin ich gespannt, was ich... Niemals ein Auto kaufen, ohne es Probe gefahren zu haben. Auch wenn Garantie, Gewährleistung, alles drauf ist, immer Probe fahren. Ganz wichtig. Erspart euch viele Kopfschmerzen. Zum Auto sagt, ich bin selber sehr, sehr aufgeregt. Ja. Wie waren die letzten Nächte für dich? Ey, die letzten Nächte, oder besser gesagt, die letzten Wochen waren schlaflos. Das Problem ist, ich konnte es im Stream auch nicht erwähnen. Weil ich meine, das ist ja das Ding. Du weißt, okay, bald ist was es soweit, ist du passiert? Zählst schon gefühlt so die Tage, aber du kannst im Stream nicht ansprechen, weil ich spreche die ganze Zeit im Chat mit euch, aber ich will einerseits sagen, aber andererseits soll es auch eine Überraschung bleiben. Und das hat mich halt so noch unruhiger gemacht und die Vorfreude ist halt noch größer geworden. Was soll ich da großartig sagen? Man sieht es mir wahrscheinlich an, ich bin ein bisschen müde. Wie ich immer gerne sage, Vorfreude ist die beste Freude. Vorfreude ist die beste Freude. Mm. Ist das Beste überhaupt. Kann ich mich auch gut daran erinnern, wo wir dein Auto geholt haben. Auch Freude war groß. 2 Stunden im Stau gesessen. Normalerweise fahre ich zu dieser Mercedes-Filiale, ich glaube 1 Stunde 20. Jetzt haben wir aber 2 Stunden 10 gebraucht, sind jetzt endlich angekommen. Bevor ich jetzt reingehe, auch nochmal so eine typische Dennis-Story einfach. Ich hätte das Auto offiziell eigentlich morgen abholen müssen. Mhm. Weil Matthias, also der Ansprechpartner, ist morgen erst da. Und Matthias hätte halt diese ganze Show gemacht mit Tuch abziehen, dies und das. Mhm. Und ich war so ungeduldig, dass ich gesagt habe, okay, nee, ich will das nicht morgen abholen, ich will jetzt abholen. So, deswegen sind wir jetzt schon hier. Aber ich werde gleich mal fragen, wo das Auto steht. Und dann führen die uns wahrscheinlich zum Auto. Ich habe hier gerade schon die Kennzeichen, aber ich muss sagen, ich weiß nicht, was sich Mercedes da einfallen lassen hat, aber die haben einfach Kennzeichen mit 2 meiner Kanäle vorbereitet. Die sind mir so mäßig als... Aber ist cool, so wenn da vorne draufsteht. Bruder, die haben dich einfach nur so, die haben einen Mitarbeiter eingestellt, informier dich mal über diesen YouTuber und mach was rein, was ihnen gefallen könnte. Und der, Bruder, das war wahrscheinlich ein Azubi. Es ist bestimmt eine gute Idee, 2 Channel einfach auf die Kennzeichen raufzupacken. Das wird ihn freuen. Der hat jetzt nicht wie Monte so ein komplettes, gemaltes Bild bekommen. Ja. Vielleicht bekommt er noch was. Ich dachte, das wäre eher nur so am Auto dran, dass man so das abholt, dann siehst du das. Das ist so cool, ja. Also ich sage eigentlich, das ist schwach. Wenn es wirklich das einzige Geschenk ist, dann schwach. Ich weiß nicht, was für ein Auto das ist, wie viel das wert ist, ob es wirklich neu ist. Ja. Produziert, er sagt produziert. Es muss fabrikneu sein. Überraschung als Geschenk mitgeben. Das ist eigentlich schon geil, ne? Eigentlich echt geil. Jetzt für die Leute, die fragen, ich kann dir natürlich jetzt nicht ans Auto kleben. So, wenn ich das ranklebe oder ranmache und dann rausfahre, 2 Minuten später wird uns die Polizei anhalten. Ach so. Anderer Punkt, ich habe einerseits schlechte Neuigkeiten. Für mich ist es jetzt nicht schlecht, wir können auch einfach in die Waschanlage fahren. Die Frau hat mir aber gerade gesagt, dass die gar nicht damit gerechnet haben, dass ich jetzt direkt vorbeikomme. Autos nicht gewaschen. Die haben aber die ganze Zeit gesagt, ey, wartet sonst drin, eine halbe Stunde oder so. Ja. Dann waschen die einmal kurz das Auto, aber ich habe gesagt, ich will los. Deswegen rechnet nicht damit, dass das Auto nicht wissen. Tschüss.
sauber ist, sondern es anscheinend ist sehr viel Stress dreckig. Gehabt. Wobei, oh mein Gott, das ist gar nicht dreckig, Bruder. Das ist vom Ding ja gar nicht dreckig. Guck mal, da steht der direkt. Ich wollte gerade sogar noch sagen, Bruder, wir müssen das Auto erstmal finden. Guck mal, wir stehen genau vor dem Auto. Ja, jetzt weiß man eigentlich schon, was für ein Auto das ist, ne? Ja. Kennst du das? Fühlt sich überhaupt nicht. Ach, deswegen nicht mehr produziert, weil es ein älteres Baujahr ist. Aber warum gab es da Probleme? Also, ich sag mal so, wenn man sagt, das Auto wird nicht mehr produziert, damit meint man dann irgendwie sowas Besonderes, wie so ein R8 oder so, der gar nicht mehr produziert wird. Aber das ist einfach nur die Vorgängerversion. Es kann ja sein, dass er vielleicht eine bestimmte Version sich angeguckt hat und die haben wollte. Und vielleicht war die nicht verfügbar und dann hat er Schwierigkeiten gehabt, einen passenden Ersatz zu finden, weil halt nicht mehr gebaut. Du findest noch das, was schon vorkonfiguriert war. Ja. Vermute ich mal. Ich glaube, der erklärt das noch. Ja, ja, das wollte ich gerade sagen. Gucken wir mal rein. Ey, warte mal ganz kurz. Ist das da hinten Lorian? Lorian? Heftig. Von außen seht ihr, das ist ein komplettes Night-Paket. Die Außenspiegel sind schwarz lackiert, also in der Farbe lackiert vom Auto. Und alle Chromakzente sind auch schwarz. So, ich wollte einfach, dass das Auto komplett schwarz ist, beziehungsweise ich habe das nicht konfiguriert, aber ich habe mir herausgefunden, dass der komplett schwarz ist, weil ich weiß nicht, bei einem... Das sind 18 Zoller AMG-Felgen, würde ich sagen. Die sehen auf jeden Fall zu klein aus. Ich hoffe, da packt der andere drauf, Alter. Ich sag ja immer wieder... Das kommt dem Wagen viel mehr. Dann müssen, muss immer ein Zoll mehr. 19 Zoll ist perfekt für so ein Auto. Mhm. Aber egal, gucken wir weiter. S63, jetzt wisst ihr auch, was für ein Auto das ist, macht das einfach so einen krassen Eindruck. Das Auto sieht allein schon sehr aggressiv aus und durch diese ganze schwarze Optik, finde ich, sieht es aus wie so ein Batmobil. Jetzt kommen wir einmal zum Highlight des Fahrzeuges und zwar der Hinteroptik. Das ist ein S-Coupé, Bruder. Oder ist ein S-Coupé? Das ist ein S63, Bruder. Der hat, guck mal, der hat die Auspuffe, das sind die 63er. Der hat sich ein S63-Coupé geholt, oder? Mir ist gerade schon komisch gekommen, wie breit die Motorhaube ist. So im Fachjargon sagen wir einfach alle nur noch S-Coupé AMG, das war's. Ja, Dennis hat sich überhaupt gar keine Mühe mehr gegeben. Ich weiß ja, der geht dahin, der hat schon Stress gehabt. Der hat nicht mal gesagt, was für ein Auto das ist. Ja, ja. Das ist das Auto, es ist schwarz, Bruder. Er hat es einfach erklärt wie eine Frau. Ja, Mann. Aber krass, ja, weil der wird wirklich nicht mehr produziert. Also ja, den gibt es nicht mehr. Das verstehe ich. Kein Nachmodell der Art. Geil. Ja, okay. Da hat er sich was richtig Heftiges geholt. Das Ding wird auch vom Wert her steigen. 100 Pro, Alter. Einer der schönsten Benzer, die es so gab, so. Ja, Mann. Man steht vor dem Auto, man kann es einfach nicht glauben. Das ist krank. Hier sieht man sogar, das Auto wurde angeschissen, soll Glück bringen, ne? Ich muss aber auch sagen, ich bin gerade sprachlos, ne? Wenn man so überlegt, guck mal, ich bin seit 7 Jahren in diesem Game drin. Ich habe früher angefangen. Wenn man so rückwirkend überlegt, ich habe bei einem Smart angefangen. Dann habe ich mich ja hochgesteigert auf eine C-Klasse. Und dann, wenn man so überlegt, von einer C-Klasse auf eine S-Klasse. Ich will natürlich damit nicht jetzt sagen, so von wegen, ey, es ist wichtig, immer ein krasses Auto zu fahren. Auf gar keinen Fall. Das Auto ist theoretisch nicht notwendig. Also, dann ist das Ding auch gekauft. Weil diese C-Klasse, von der er spricht, ich kenne die schon vor lange, der hat die nicht seit 1-2 Jahren oder irgendwie dann einen neuen Wagen wie andere YouTuber. Also die hat er auch schon länger, diese C-Klasse. Yeah. Also hat er die und die wahrscheinlich jetzt gekauft. Ja, sehr gut. Also da sieht man, dass YouTube Deutschland doch läuft, ne? Alle machen immer, Steuerschulden, ich habe kein Geld, pleite, Der Lifestyle ist es. Der Lifestyle ist es, der denen da so alles so verübelt und dann geben die Deutschland nur Steuerschulden. Ja. Steuern sind schon mies. Bruder, was ist das denn für ein Lifestyle, Bruder? Das ist ja nur Auto, aber ich glaube nicht, dass Dennis so jemand ist, der Party macht, der sich hier gönnt und das gönnt. Das meine ich damit. Das kann gut sein. Auto allein kann ich verstehen, so. Ja, aber krass. Können auch mit einem normalen Auto fahren oder beziehungsweise mit einer kleineren Maschine fahren. Es geht eigentlich nur darum, dass du von A nach B kommst, aber dieses Auto war an sich... Ja, nicht. Es geht nicht darum, ob du von A nach B kommst. Es ist einfach ein S63, ja, Alter. Ja, Mann. So. Das ist ein S63, mit dem du fährst und... Das ist ein Benz-Auto. Das ist eine Pracht, das ist ein Status, Mann. Schon immer ein Traum gewesen und dann irgendwann vor diesem Auto zu stehen, ist halt was ganz, ganz anderes. Und ich muss jetzt auch aufpassen, dass mir gleich nicht die Tränen kommen, ne? Deswegen wollte ich mich bei euch nochmal bedanken für den Support. Seit 7 Jahren, es gibt Leute, die haben mich wirklich von Anfang an bis jetzt verfolgt und auch unterstützt. Da wollte ich mich an der Stelle erstmal bedanken. Bevor es jetzt zu emotional wird, würde ich sagen, steigen wir mal ins Auto ein. Soundcheck. Ja, Mann. Wollen wir einen Soundcheck machen? Komm, Kaltstart. Das Gute ist, das Auto komplett ist ja... schwarz, alles schwarz. Oder was war das jetzt gerade für ein Soundcheck? Ja, war einfach nur Kaltstart. Ich glaube, hat der Klappen? Weiß es nicht. Ich glaube, ja. Ich bin gerade unsicher, aber eigentlich... Doch, wenn er auf Sport Plus umschaltet, dann hört man den lauter. Also, vielleicht hat er noch gar keine Ahnung vom Wagen, aber das war jetzt schon gerade wirklich traurig. So. Also, halt. Ja, Mann. Kein Neuwagen, da kann der das heißt, Wagen wir können halt theoretisch gleich schon Gas geben. Wir müssen das Auto nicht warm fahren und das ist so ein kleiner Vorteil, auch fürs Video.
Das ist schon krank. Wir kommen am besten direkt zur Innenausstattung. Ich habe auf gewisse Sachen geachtet. Und es hat auch tatsächlich echt lange gedauert, diesen Wagen zu finden, weil es gab viele zur Auswahl, oder es gab 3, 4 besser gesagt zur Auswahl. Die hatten aber unterschiedliche Ausstattungen und die waren auch von innen unterschiedlich, weißt du? Normalerweise feiere ich die Innenausstattung komplett beige. Also wenn das Auto richtig hell ist von drin. Der Mann hat Ahnung, Mann. Ja, Mann. Weil er hat's komplett schwarz ist komplett das, was ich so geil finde. Ja, Mann. Aber der hat Ahnung. Wo so komplett schwarz ist schon geil. Das ist halt diese Batmobile-Form. Jeder kennt es. All black, everything ist immer geil. Aber, Bruder, in einem Benzer gehört sich einfach eine helle Ausstattung. Vor allem in so einem Benzer, Mann. Boah, ja, Mann. Bruder, das der Monte, der hatte die gehabt, ne? In Weiß-Ausstattung damals. Ja, aber. Boah. Die vor allem S-Klasse-Sitze sind auch so richtig, Bruder. Das ist Kunst. Guck dir mal an, wie die aussehen. Das ist Kunst. Überleg mal die in Weiß. Das ist geil, Mann. Das ist richtig, richtig krass. Und ja, der ist jetzt in schwarz. Passt auch zu Dennis dann, ne, so wie sein schwarzes Herz. Nicht Spaß beiseite, aber. Weil der ist auch komplett schwarz angezogen. Ja, ja, genau, das meine ich jetzt, aber so. Sieht auch krass aus. Wir gönnen den, du hast 100%. Wir würden den Wagen sofort so mitnehmen. Aber weiß ist trotzdem geiler. Ja, aber du hast ja gehört, der hat ja beige priorisiert. Und anscheinend waren die anderen von der Ausstattung her nicht so das, was er in Konfiguration braucht. Ja, ja, wahrscheinlich. Wenn du dann noch blaue LEDs hast, sieht das richtig gut aus. Das Problem ist nur, bei der beigen Innenausstattung hatten wir die 360-Grad-Kamera zum Beispiel nicht. Und das ist für mich mit eines der wichtigsten Sachen, vor allem wegen Felgen und sowas. Da will ich gar nicht erst diesen Bordstein treffen. Und deswegen ist eine 360-Grad-Kamera zum Beispiel richtig gut. Nice. Haben wir hier drin, aber bei der Beige-Ausstattung hätten wir das nicht gehabt. Wie man sieht, haben wir hier Alcantara-Leder. Wir haben Bowmaster-Boxen, auch sehr, sehr wichtig. Dann haben wir natürlich auch das AMG-Lenkrad. Ne? Das hat für mich, finde ich, auch eine sehr, sehr schöne Optik. Hinten haben wir tatsächlich nicht allzu viel Platz, aber das ist bei einem Coupé auch normal. Da passen schon Leute rein. Also ich denke, mit den ein oder anderen Jungs wird das schon passen, aber drin hat man jetzt nicht diesen Luxus wie in einer Lang-S-Klasse. Memory-Sitze, auch sehr, sehr wichtig, hatte ich in meiner C-Klasse zum Beispiel nicht. An der Stelle C-Klasse habe ich auch angezahlt für das Auto, also meine C-Klasse ist jetzt weg. Hier sieht man auch, wir haben 6 Ausstattungsfelder und 4 davon sind belegt. Also der Wagen ist relativ voll. Klar, komplett voll habe ich nicht gemacht. Die letzten Ausstattungen waren jetzt auch nicht entscheidend, die waren jetzt auch nicht allzu wichtig, da konnte ich drauf verzichten, aber wirklich 360-Grad-Kamera ohne geht wirklich nicht. Da würde ich sagen, ich habe sehr, sehr viel über die Innenausstattung geredet. Wir wollen alle sehen, wie sich das Auto fahren lässt. Für mich auch der erste Eindruck überhaupt, das Auto fahren zu wollen. Mir kribbelt es die ganze Zeit unter den Fingern. Ich will eigentlich schon los. Man merkt auf jeden Fall... Der ist ihn ja auch nicht gefahren, Bruder. Das ist jetzt eine Probefahrt hier gerade. Wie geil fühlt sich der Wagen bestimmt an, so richtig Coupé. Er fühlt sich kompakt an, aber wiederum auch groß. Mm. Und dann lenkt er sich geil und dicker Motor. Boah. Naja. Ja, Mann. Das Auto ist härter vom Pedal, aber es ist komfortabler. Komisch zu beschreiben, wenn ich das jetzt direkt mit meiner C-Klasse vergleiche. Da drückst du aufs Gas und das Auto braucht ein bisschen, bis es losfährt. Hier hast du das Gefühl, der ist direkt auf Spannung. Siehst du das? Das meine ich, das sind 585 PS. Träge. Ja, ich habe den Wagen heute abgeholt, tatsächlich. Ja. Wenn man so dein Gesicht anguckt, denkt man, wie bezahlt er das? Ja, das habe ich öfter gehört. Oder das war eigentlich ein Front von ihm gerade, ne? Das hier ist ein Heckantrieb und das Problem am Heckantrieb, so wie auch bei meiner C-Klasse, die brechen sofort aus. Hier haben wir 585. Übertreib jetzt mal nicht. Also klar, ich glaube, der ist ein Raser, deswegen sagt er das. Also stimmt, Heckler brechen früher aus, ne? Aber das sind erstens deutsche Autos und keine Amerikaner. Die sind wirklich ziemlich gut gesichert mit allen Assistenzsystemen. Und da braucht man sich keine Sorgen zu machen, ne? Es sei denn, du fährst wirklich wie ein verrückter Slalom die ganze Zeit. Aber auch da sogar, die Autos sind wirklich stabil. Oder nicht jeder kann auch geradeaus fahren, also es gibt auch da schon Videos. Also, ich sag mal so, wenn es ein Heckler ist und es ein deutsches Auto ist, holt es euch ohne Bedenken. Ein Heckler ist vor allen Dingen bei so einem Wagen, so einem PS-Monster, das ist so geil, das frisst dich auf. Also die PS kommen von hinten so, das wird direkt gefühlt in den Hintern ja, auf jeden Fall, macht euch da keinen Kopf, Heckler sind geil. Auf jeden Fall kein Nachteil, niemals. PS, ihr könnt euch vorstellen, wie das nach vorne geht. Das heißt, du kannst die maximale Leistung gar nicht erst richtig erforschen, wenn man es wissenschaftlich nimmt, weil du sofort ausbrichst. Damals zum Beispiel war ich auch bei Mercedes drin. Und da war ich noch ein bisschen jünger und da wurde das Auto ja erst richtig ausgestellt. Jetzt zum Beispiel siehst du das ja bei Mercedes gar nicht mehr drin. Und da habe ich das Auto gesehen und habe mich damals noch als Kind da reingesetzt und meinte so, boah, krass, das Auto ist heftig so. Natürlich, als Kind denkst du dir, das Auto willst du irgendwann fahren. Und dann guckst du so ein paar Jahre später oder ein paar 10 Jahre später, sitzt du wirklich dann in dem Auto drin, weißt du? Das ist letztendlich, ne, wir sind ja ungefähr in seinem Alter und wir haben alle diesen Wagen geliebt und er lebt jetzt diesen Wagen. Ne? Das ist das Krasse. Mhm. Also, Mashallah an der Stelle nochmal. Mashallah. Sei gegönnt auf jeden Fall. Gönnt es uns auch. Ihr wisst, was ihr machen müsst. Liken, abonnieren und kommentieren. Damit wir uns den auch holen können. Genau.
Hast du Knall gehört? Oh, geil. Wenn ich das Ganze jetzt so grob vergleichen müsste mit der C-Klasse, was man an Dash eigentlich gar nicht kann, weil das eine ist ein C300 und das andere ist ein S63. Das sind zwei verschiedene Levelklassen so, aber C-Klasse ist ja vom Ding her, warum ich mich auch damals für die C-Klasse entschieden habe, es ist ein sportliches, aber auch komfortables Fahrzeug. Liegt aber tatsächlich mehr wie ein Brett auf der Straße. Wenn ich den jetzt aber vergleiche, der hat durch die S-Klasse viel Komfort, aber wenn du den auf Sport stellst, Digga, dann ist der richtig aggressiv. Eigentlich das wäre zum Abschluss des Videos ganz geil, wenn wir nochmal die Autobahn besuchen. Gott, der ist schon wieder ausgebrochen. Junge, wir haben trockene Fahrbahn, der ist ausgebrochen, ne? Das meine ich. Heckantrieb, zu viel Leistung und deswegen bricht er einfach aus. Okay, wir haben hier ein bisschen zu viel Verkehr. Oh, der bricht bei 70 sogar schon aus. Nun, ich bin auf dem zweiten Gang, der bricht bei 70 aus. Ja, das Problem ist, Autobahn können wir jetzt leider nicht richtig testen. Hier wäre zwar links unbegrenzt gewesen, aber die Autobahn ist ein bisschen voll. Also die Leute ziehen immer auf die linke Spur und so, das wäre dann ein bisschen nervig. Ihr könnt natürlich jetzt in die Kommentare schreiben, was wollt ihr mit meinem Auto sehen? Was soll ich euch zeigen? Habt ihr noch irgendwelche Fragen? Wollt ihr vielleicht ein einzelnes Video zu den Kosten, wie viel ich dafür bezahlt habe, ja, wie viel der Unterhalt kostet, die Versicherung etc. Wenn ihr diese Fragen alle beantwortet haben wollt, dann gibt es dafür auf jeden Fall nochmal ein einzelnes Video. Natürlich auch nur, wenn das Interesse bei euch besteht. Und ja, wir sind eigentlich so gut wie am Ende des Videos angekommen. Ich muss erstmal noch sacken lassen, die ganzen Gefühle sortieren. Und vielen, vielen Dank an der Stelle für den ganzen Support von euch. Ist nicht selbstverständlich. Und ich wünsche euch allen einfach das Fünffache, das Sechsfache, dass ihr Dankeschön. Eines Tages, keine Ahnung, Dankeschön. 5 S63 fahrt. In dem Sinne, wir sehen uns beim nächsten Video. Also, was ich mir noch wünsche von dem, ich habe auch immer Bock, dass er den Wagen so ein bisschen noch schicker macht. Mm. Dass er sich Felgen drauf packt. Am besten, ich glaube, der wird Schwarzfelgen machen. Würde ich jetzt nicht so persönlich finden, aber sein Geschmack dann. Mich würde auf jeden Fall interessieren, was er bezahlt hat. Ja, Mann. Weil der hat ihn gekauft. Das, boah, dafür auf jeden Fall mein Respekt. Das ist ganz mein Ding. Und vor allem als YouTuber, das ist nicht üblich, dass sie kaufen. Mm. Also vollkommen Respekt dafür. Und Versicherung und so würde mich auch interessieren. Weil der ist ja nicht allzu alt, ne? So ja. Mitte 20 ist der ja, 25, 26. Also ich denke mal, dass er schon gut dafür was bezahlt. Also, was ich mir wünsche, ist auf jeden Fall einen Düsenumbau. Düsenumbau. Warte, wo war das? Da haben wir das doch. Ja, hier. Hier. Die Dinger, die müssen neu. Ich weiß, hat der ambiente Licht überhaupt? Hat der jetzt wahrscheinlich nicht gezeigt, ist aber auch tagsüber. Ich weiß nicht, ob der ambiente Licht hat. Aber doch, der hat das, 100% der hat das. Nur ich würde nicht 100% sagen. 100%, der hat auch den Facelift, der hatte das. Und die Düsen müssen neu, egal was ist. Blendet euch das mal ein hier. Und ja, so würden die Dinge aussehen, wenn er die eingebaut hat. Das. Also er würde safe dann zu dieser Lead-Off gehen. Lead-Off, komplett ambiente Upgrade machen. Ja. Also ich hoffe, der macht was an dem Wagen. Da würde ich auf jeden Fall gerne reinschauen. Aber ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Geiler Wagen, also Maschallah, können wir nur 1000 Mal sagen. Ich fühle das einfach viel mehr, weil er es gekauft hat, als wie Leute das einfach geleast haben. Der Gesim hat eine C-Klasse, also wenn wir hier erfolgreich werden, dann macht der Gesim bald auch genauso ein Video, inshallah. Genauso und noch schlimmer. S63. Ja, Mann. Tamam. Ja, gut. Wir sind auf jeden Fall fertig für heute. Das war das Video. Endlich mal wieder Dennison. Und wir hoffen mal, der ist mal ein bisschen weiter aktiv. Und dann bringen wir noch weitere Reactions, Leute. Also. Tschüss. Wir brechen jetzt erstmal aus. Wir brechen einfach kurz aus. Weg. Tschüss.